So, ich heiße nicht nur Captain Dax, sondern euch auch herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom dicken Igel aus Hack im Mittelalter, Mad Evil Dynasty, oder wie ich gerne sage, dem Mad Eagle Dynasty. ja, wir haben beim letzten Mal hier diese schöne Häusergruppe gebaut. Ein Haus ist noch nicht ganz verputzt, aber es ist auf jeden Fall Potenzial da, dass wir neue Leute einstellen. Und dafür müssen wir ja natürlich erstmal Quests machen, damit wir die Reputation wieder reinbekommen. Wir brauchen ziemlich viele Leute in Landwirtschaft, wenn wir jetzt noch da oben den Feldschuppen bauen wollen, um das Hopfenfeld zu ernten. Ich meine, da muss halt nur eine Person erstmal arbeiten, aber wir brauchen trotzdem neue Leute. Ich würde sagen, ich wünsche euch viel Spaß bei dieser Folge und damit, let's go. Muss auch noch mal Kirschbäume kaufen, ne? Wir haben hier noch nicht alle Plätze bepflanzt mit Kirschbäumen. Ich meine, dass die hier schon so schön groß sind, die anderen, das ist ja top. Alter, ich bin hier nur an den Zaun rangegangen und stecke jetzt schon wieder fest. Also, so oft wie in dieser Staffel Mad Evil Dynasty musste ich mich noch nie befreien lassen. Also auf der alten Karte eigentlich nie. Also das ist schon exponentiell größer geworden, die Gefahr, dass man an einem Zaun feststackt. Ist nicht so schön. Wie viel Geld haben wir noch? 172. Wir müssen auf jeden Fall was verkaufen. Ich guck mal, ob wir noch ein paar Lebensmittel verkaufen können. Er meint einfach zu viel Kohl. Ja, eigentlich könnte man dem Pferd auch noch was ins Inventar tun. Nimm mal den ganzen Kohl. Und dann nehme ich noch Kohl. Und dann verkaufen wir Kohl. Oha. Oha. Jetzt werden wir bestimmt hart überladen sein. Wie sieht's aus? Oh, es geht eigentlich. Es geht eigentlich. Ich reite mal in die Stadt, verkaufe ein bisschen Kohl. Wir haben auch noch das ganze Weizenkorn, ne? Wir könnten daraus auch noch Mehl machen und das auch verkaufen. Ein bisschen Geld zu machen. Bleiben Sie stehen. Hallo. Hallo da. So. Ich zahle halt auch nichts für den Kohl, ne? Leider. Leider ist ja nicht so wertvoll. Klar hätte ich jetzt auch Kohlsuppe machen können, aber boah, die Arbeit mit den ganzen Schalen und so und dem Fleisch. So viel Fleisch hatte ich gar nicht gehabt, um den ganzen Kohl zu verbraten hier. Aber bei dem können wir vielleicht gleich auch noch Kirschbäume kaufen. Kirschbäume 12 Stück, ja. Nehmen wir mit. Er hat jetzt nicht so viel Kohle gebracht, aber wir haben ein bisschen das Lebensmittellager ausgemistet, würde ich sagen. Aber wenn wir gleich mal gucken, ob hier 12 reichen. Warte mal. Einfaches Säckchen, da. Kirschbaum. So, ich habe jetzt noch 4 und 5 Plätze, lol. Ein Kirschbaumsetzling fehlt mir jetzt. Okay. Das ist ja witzig. Und ärgerlich. Einer fehlt mir tatsächlich. Sonst haben wir jetzt alles bepflanzt. Von den neuen Plantagen. Wird hier Weizen gesät? Ja, sehr gut. Ansonsten haben wir keine Arbeit mehr auf den Feldern, ne? Ist alles gedüngt. Roggen ist gesät. Schön. Muss nur noch der Weizen gesät werden. Aber das sollte der heute noch schaffen. Ich guck nochmal in der größeren Stadt, ob wir noch ein paar Quests machen können, weil wir brauchen unbedingt Reputation. Sonst können wir keine neuen Leute einstellen. Oh, das sieht gut aus. Da sind wieder neue Quests dran. Wölfe unter uns. Jage 4 Wölfe. Das sollte eine leichte Quest sein. Geh hacken. Bronzehacke, Kupferhacke. Neu. Nee. Das mache ich nicht.
Da kriege ich zwar 2000 Münzen für, aber nee. Hier sollen wir ein Brett, Holzstämme und Stöcke abliefern. Das können wir machen. Der Grabräuber. Ein Zegota. Das ist wieder bestimmt am Arsch der Welt. Bronze, Schaufel und Säckchen. Nee, das mache ich auch nicht. Okay. Hier Wölfe jagen. Und ein bisschen Holz abliefern, ne? Das sollte easy machbar sein. Oh, hier gibt es wieder Wegelagerer. Na dann. Dafür kriegen wir auch Reputation. Wenn wir die Idioten erschießen. Wieder gedodged ist. Er hat einen Speer. Er hat Reichweite. Jetzt nicht mehr. Hahaha. Irgendwie der erste Headshot, den kriege ich immer nie hin. Also selten. Ohne Bettdecke. Bettdecken sind auch super viel wert. Ich weiß zwar nicht warum, also es ist kompletter Luxusgegenstand anscheinend hier im Mittelalter. Sich nachts zuzudecken ist krass. Eine Bettdecke kostet einfach 500 Münzen. Stell dir mal vor, ihr habt 20 Bettdecken. Krass. Einfach nur krass. So, hier drüben können wir übrigens Wölfe jagen gehen. Fällt mir gerade ein. Können wir denn einen finden? Doch, da vorne ist einer. Zwei. So, hier gibt es doch irgendwo noch mehr Wölfe, oder? Oh. Ja. Der ist tot. Gab es hier noch einen? Hier zumindest keinen. Und die Musik sagt mir auch, es gibt keinen mehr. Erforderlich Steinmesser. Hey, ich habe doch gerade eins gelootet. Sticks and Stones. Alter, was ist mit deiner Pfote los? Ich erlöse dich, komm. Was? So, die andere Quest pinne ich mir jetzt mal an, damit ich genau das mitnehme, was ich brauche. Ein Brett, 6 Holzstämme und 39 Stöcke, ja. Easy peasy. Wir haben keine Bretter mehr. Das heißt, ich nehme 7 Holzstämme mit. Dann mache ich nämlich aus einem noch Bretter. Und 39 Stöcke, ne? Oh, 680 Stöcke. Das läuft jetzt. Also so langsam sammeln wir wieder Ressourcen. Das Lager füllt sich. Schön, freut mich. Ach, ich habe vergessen, ein Brett zu machen. Nochmal zurück. Oh, lol. Ich bin gegen die Mauer. Oh, oh. Oh mein Gott. Ich bin gegen die Mauer geritten. Und jetzt sehe ich einfach so aus. Ja, das passiert, wenn man im Medieval Dynasty gegen eine Mauer reitet. Ne? Also, oder gegen eine Bretterwand. Die Chance, dass man so doll reitet und so schnell ist, dass man da mit dem Kopf drin hängen bleibt. Alter. Geil. Schön. Sehr schön. Nein, ein Brett will ich machen. Also,
Gott, jetzt hätte ich beinahe schon wieder 7 Bretter gemacht. Weil ich immer, wenn ich Bretter mache, ziehe ich immer nach ganz rechts. Meistens so mein ganzes Inventar an Holzstämmen in Bretter verwandle. Die Macht der Gewohnheit, ne? Stehen bleiben. Oh, it's you again. Die Wölfe werden kein Problem mehr sein. Und hier sind die Sachen für die Palisade. Top. Gucken wir mal ganz schnell. Jetzt haben wir 4400 Dynastie. Das könnte heißen, dass wir 2 neue einstellen können. Aber ich gucke erstmal, ob wir hier passende Leute haben. Nicht, dass hier nur wieder Idioten rumsitzen, dann die möchte ich nicht. Guten Tag, können Sie was? Gewinnung 3. Das ist nicht schlecht. Landwirtschaft, Landwirtschaft 1, 1, 1, überall 1. Überall 1. Der hier hat Produktion 3. Nee, dann müssen wir nochmal ins Flussdorf reiten, weil hier gibt es keine vernünftigen Leute. So, wir sollen ja auch noch Gift kaufen, ne? Das hätte ich die ganze Zeit schon mal machen können. Will er eigentlich jemanden aus unserem Dorf umbringen? Ich hoffe nicht. Aber er will ja mit dem Gift irgendwas machen. Wie ist denn da die Quest? Warte mal. Der lebende Tote? Nee. Stefan muss weg. Stefan. Who the fuck ist Stefan? Niemand aus unserem Dorf, ne? Danimir und Strof Slav ist es ja nicht. Stefan ist ja noch was für. Ist ja noch wer anders. So. Guckt euch die an, die hat einfach fast überall eine 3. Wie alt bist du? 23. Ja, komm zu mir. Was ist mit ihm hier? Er hat in Diplomatie eine 3. Wir werden demnächst irgendwann Diplomatie 3 brauchen. Ich werde den mal auch mit einladen. So, leeres Haus. Nö, ihr könnt ruhig in das große Haus reingehen. Ihr seid ja die Ersten. Ist ja kein Problem. Du kannst ruhig erstmal in dem Feldschuppen mitarbeiten. Und der andere darf auch in das große Haus mit einziehen. Das wird ein Mann übrigens. Und er darf wo lassen wir ihn denn arbeiten? Schwierig. Vielleicht erstmal mit in der Scheune. Als zweiter Scheunenknecht. Okay. Sehr gut. Oh, ich muss was trinken. Hier unten am Fluss. Ich hoffe, hier kommt kein Wolf. Ja. Habe ich doch gesagt, oder? Habe ich das nicht gesagt? Ja, wollen wir denn erstmal in den Winter gehen? Dann können wir, glaube ich, besser planen, besser bauen und so. Jetzt wird es zu dunkel. Gehen wir in den Winter.
Gucken wir uns den ganzen Bums hier im Winter nochmal an. Achso, erstmal nochmal gucken, was jetzt mit dem Weizenfeld passiert. Sind wir da jetzt durch mit dem Sehen? Das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Ja, sehr gut. Schön. Das Haus da oben muss auch noch fertig werden. Jetzt langsam stört mich diese Baustelle da. Bisher war die immer ganz gut. Also, beziehungsweise, was heißt ganz gut? Also, die sah halt dekorativ aus, die Baustelle. Aber jetzt stürzt sie mich da oben. Das muss ein vernünftiges Haus werden. Und, Stefan muss weg, haben wir natürlich nicht gemacht. Stimmt. Aber Reputation minus 1 ist jetzt, verschmerzbar. Ist das kalt, ich muss mich umziehen. Steppte Weste, Kappe, Pelzumhang, dicke Handschuhe. Okay. Wieder fesch für den Winter. Wintermode 2.0. Ah. Weizen ist schön geworden. Gefällt mir. Ach, jetzt können wir auch mit der anderen da sprechen. Jetzt ist ja die Jahreszeit, hat die ja gewechselt. Aber ich will vorher nochmal was anderes gucken. Und zwar, wie viel haben wir jetzt im Komposthaufen? Verdorbenes 600. Okay. Und also jetzt haben wir einmal eine Ladung aus drei Komposthaufen. Wie viel Dünger machen wir jetzt daraus? Das ist jetzt die große Frage. 180 Dünger. Das ist sehr gut. Das mit jeder Jahreszeit. Also, vorausgesetzt, wir haben genug Zeug, was wir wegschmeißen können. Nee, ist doch geil. Läuft. Ihr besprecht den Tag. Okay, alles klar. Viel Spaß. Rein damit mit dem Dünger. Schön. Ja, ich hab noch so viel Stuff hier, wenn ich hier noch reinbremsen kann. Was wir da gelootet haben. So, und dann befüllen wir doch einfach mal die Dinger gleich nochmal. Ich habe aber nicht mehr so viel. Ich habe gar nicht so viel zum Befüllen. Können wir gar nicht jede Jahreszeit machen, weil ich gar nicht so viel habe. Vielleicht könnt ihr jetzt, wie ihr schon gesagt habt, ich könnte jetzt Beeren sammeln im Frühjahr und im Sommer. Aber ja, bevor ich mich hier erniedrige, irgendwas zu pflücken, warte ich lieber, bis ich wieder 1000 Tonnen Kohl habe. Auch wenn das 3-4 Jahre dauert. So, Vitoslava kann jetzt wieder jagen gehen. Aber wir haben gar nicht, immer nicht die Kapazitäten, ne? Warte mal, wo ist denn jetzt die Jagdhütte? Doch, 1 von 4. Rein damit. Rein mit dir. Kannst du wieder jagen gehen? So. Neue Kinder haben wir noch nicht, aber es sind 5 schwanger. Okay. Sieht es bei den Tieren aus? Schweine sind faul geworden. Die kriegen einfach keine neuen
Ah, hier, guck mal, Hengstfohlen haben wir jetzt hier bei den, da gucken wir gleich mal, welche Farbe der hat. Hühner läuft auch. Aber Schweine kriegen einfach keine Ferkel mehr. Macht mal hier ein bisschen Romantik und so. Romantisch. So, ein braunes Hengstfohlen. Ja, du bist leider noch nicht erwachsen, sonst hätte ich dich gegen ihn hier getauscht. Aber sieht doch gut aus. Läuft doch. Was ist hier bei den Schafen los? Krass. Wenn die alle erwachsen sind, das wird so, so genial aussehen. Wie viel sind jetzt hier? 8 von 12? Also wir haben noch ein bisschen Kapazitäten, ne? Und hier sind 10 von 12, okay. Also ein paar können noch kommen. Die Küche muss repariert werden. Und ein einfaches Haus. Auf der anderen Seite. Ja, das ist da drüben. Wieder da drüben. Die Küche. Ja, ich besorge mir mal Stroh und Stöcker und dann reparieren wir hier nochmal ein bisschen was. Ich freue mich drauf, wenn wir endlich Küche 2 haben. Und einfach die Küche ein bisschen stabiler bauen können, damit wir die nicht irgendwie jeden Tag hier reparieren müssen. So, das Haus haben wir auch repariert. Sehr gut. Das da drüben, wie gesagt, ich werde jetzt da ein bisschen weiterbauen. Wahrscheinlich baue ich da auch nochmal ein Lager rüber, damit ich nicht ständig nach unten laufen muss, um Ressourcen zu holen. Ich glaube, das macht Sinn. Geht ihr hier? Sehr schön. Wir brauchen Kindergarten eigentlich. Mit so viele Kinder. Wir könnten schon eine Gruppe von Kindergartenkindern aufmachen hier. Ja, da müssen wir nochmal runter. Aber hier wird's gut. Da sieht das gut aus, das Materiallager. Ja, Kinder, ich schlafe hier ein bisschen. Kein Problem. Lasst mich einfach liegen, mit dem Gesicht im Schnee. Nein, ich bin nur hingefallen. Es tut mir leid. Was macht ihr hier so? Seid ihr eine Gang? Oder feiert ihr mich? Ich renne lieber weg. Wir haben übrigens Entwicklungsstufe Dorf erreicht. Also so langsam nimmt man uns ernst beim Oxbow. So langsam sagt man sich, ja, da kann man schon mal... Da kann man schon mal zum Handeln oder zum was weiß ich hinfahren. Oh, wir haben wieder Probleme mit dem Brennholz. Ja, da müssen wir uns gleich drum kümmern. Erstmal baue ich das Lager da oben fertig. Vielleicht sind wir auch komplett das Partydorf, ne? Vielleicht fährt man hier auch hin, um Party zu machen. Ich habe keine Ahnung, was abgeht. Ich bin ja die ganze Zeit hier nur am Bauen, ne? Ich weiß nicht, was hier fresh und neu ist. Was die Jugend hier so macht. Aber wir haben ja nicht wirklich Jugend bei uns. Also wenn wir so 16-Jährige haben oder sowas, dann wird es schwierig im Dorf. Dann verkommen wir bestimmt zum Partydorf. Ja, Bretter brauchen wir jetzt, ne? Aber vorher mache ich drüben Brennholz.
brennendes Holz. So, Brennholz ist für Brennholz ist wieder gesorgt. Jetzt mache ich aus den Dingern noch Bretter, damit wir oben das Lager fertig bekommen, damit wir endlich von da aus bauen können. Das geht mir halt tierisch auf den Sack. Jetzt fehlt uns da oben eigentlich nochmal so ein Holzschuppen hier, damit wir da oben Bretter machen können. Wisst ihr, was ich meine? Sonst rennen wir ja doch ständig immer nur hoch und runter hier. Guck mal, ob ich da oben noch einen Holzschuppen hinbaue. I'm so glad I settled down. Wie viele Leute haben wir jetzt? Wir haben jetzt 35 Bevölkerung. Here. Geil. Durch die ganzen Kinder, ne? Ja. Ja, jetzt kommen wir langsam an den Punkt. Irgendwann wird man ja selbst nicht mehr Leute rekrutieren, sondern nur noch von den Kindern leben, die dazu kommen. Irgendwann werden natürlich auch wieder Leute sterben, wenn die zu alt sind. Da kriegen wir dann auch wieder so eine Welle rein, wo dann erstmal die Bevölkerung abnimmt. Aber ich glaube, ich weiß nicht, ob ich so lange noch spielen werde. Weil wir sind ja jetzt schon an einem Punkt, wo wir fast so alles haben, sage ich mal, und groß genug sind hier vom Dorf her. Mal sehen, wie lange ich dieses Game hier noch spiele für euch. So. Lager ist abgeschlossen. Wir haben jetzt hier auf jeden Fall erstmal einen Point, wo wir Rohstoffe bekommen. Theoretisch könnten wir auch unten Bretter machen, die ins Lager tun und die oben wieder rausnehmen. Dann müssen wir zumindest nicht überladen von links nach rechts laufen. Aber so viel Bretter haben wir gar nicht mehr gebraucht, siehst du? Eigentlich sind wir schon fertig mit Brettern. Ja, Hopfen müssen wir noch kaufen, ne? Hopfen. Aber das können wir auch machen, wenn wir endlich die Taverne haben und wirklich auch den Hopfen brauchen, dann. Hier brauchen wir jetzt erstmal Steine für. Und Holzstämme. Und eventuell nachher noch Bretter. So, Steine müssten wir ja auch noch eine Menge haben. 270 Steine, easy peasy. Ich glaube, ich werde jetzt das machen, was ich eben angekündigt habe, dass ich einfach runtergehe, unten Bretter mache und die hier oben dann aus dem Lager hole. Dann brauchen wir hier oben keinen Holzschuppen zu bauen. Das ist Quatsch. Wir haben ja schon einen, der eigentlich nur Deko ist, der hier vorne, ne? Also den wir jetzt, na gut, den brauchen wir jetzt, um Bretter und Feuerholz zu machen. Aber an sich hat der ja keinen Mitarbeiter, der da drin arbeitet. So, jetzt haben wir unsere ewige Ruine endlich abgeschlossen. Und unsere ewige Ruine, unsere ewige Baustelle endlich abgeschlossen. Und das Haus ist fertig und bezugsfertig, ja. Ich baue jetzt mit den restlichen Brettern hier noch den Zaun. Ich hoffe, das reicht, aber ich glaube nicht. Oder? Nee. Wird ganz knapp nicht reichen. Ja. Ein bisschen was fehlt noch. Ist aber hier hinten auch schön, ne? Mit dem kleinen Fluss und so. Top. Da, die Hütte können wir noch fertig bauen. Stöcker und Stroh. Das haben wir doch noch. Über 1000 Stöcker. Okay. Da müssen wir mal gucken. Vielleicht machen wir gerade so viele Stöcker. Okay, so.
Der Feldschuppen ist schon mal fertig fürs Hopfenfeld. Ich mache den jetzt noch nicht rein, weil der hat ja jetzt im Winter nichts zu tun. Aber wenn wir im Herbst dran denken, dann mache ich den da rein. Dann kann der den Hopfen ernten. Und sich so ein bisschen drum kümmern. Und ja, ich würde sagen, war eine kurze, aber feine Folge Mad Eagle Dynasty. Hat mir wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Wenn es euch auch Spaß gemacht hat, dann lasst auf jeden Fall ein Abo da. Vergesst den Like nicht und schreibt von mir aus auch gerne wieder einen Kommentar. Ich freue mich auf eure Kommentare. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Ich wünsche euch eine schöne Woche, ein schönes Wochenende, je nachdem, wann ihr die Folge schaut. Macht's gut und bis dann. Ciao.